herzlich willkommen zu einem ungewohnten Tag. Heute zu unserer Pre-Match-PK vor unserer Partie morgen am Dienstag beim Tabellenführer der dritten Liga bei Sandhausen. Ich darf neben mir natürlich Sabrina begrüßen und würde dich, Sabrina, einfach mal darum bitten, dass du uns mal abholst, wer von den Jungs denn nicht mit dabei sein kann. Ja, auch von mir hallo. Vom Personal hat sich nichts geändert zu letzter Woche. Also Max plant nach wie vor mit seiner Bänderverletzung. Mathis ist jetzt auch operiert und Mo Seifert hat, wie gesagt, diese Woche seine Reha begonnen. Das heißt, die drei werden nicht zur Verfügung stehen. Der Rest ist mit dabei. Alles klar. Dann wer ist denn von euch mit dabei und startet direkt rein in die Fragerunde? Sonst wäre es die kürzeste PK aller Zeiten, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren, muss ich sagen. Kann man weitermachen mit der Arbeit. Donaukurier, Funkhaus, wer möchte? Funker Ingolstadt und Matthias Ott, bitteschön. Logisch, danke. Geht direkt mal auf den Gegner, Sandhausen Tabellenführer, jetzt von den nackten Zahlen mit prächtiger Sturm- oder Sturmausbeute mit die beste Abwehr. Wo soll Sandhausen so, auf was müsst ihr euch besonders einstellen? Ich habe jetzt zwar nicht alles gehört, aber ich gehe davon aus. Also wir werden auf einen Gegner treffen, der sehr strukturiert verteidigt, der sehr, sehr strukturiert und kompakt steht, aber auch eine Mannschaft, die ja sehr aktiv nach vorne verteidigt. Also sie haben schon eine sehr aufopferungsvolle Herangehensweise, also total positiv gemeint, jetzt überhaupt nicht negativ. Und sind jetzt, also haben schon auch, wenn sie am Ball sind, auch wirklich gute Momente, aber vor allem die Umschaltmomente werden, also in beiden Richtungen, sind auf jeden Fall auch eine große Herausforderung fürs kommende Wochenende, fürs kommende Spiel morgen. Ja, da kommen wir durcheinander. Dienstag, ja. Haben wir alle nicht so auf dem Schirm. Schiebst du noch was nach, Matze? Nein, dann dafür der Donaukurier um Florian Wittmann. Bitteschön. Ja, servus in der Runde. Hallo Sabrina. Ist es in der momentanen Situation, wo das Spielerische vielleicht ein bisschen schwerer fällt oder zumindest macht es von außen den Eindruck, sogar vielleicht ein Vorteil, dass eine Mannschaft gegenübersteht, die selbst den Ball haben will und spielen will, damit man dann selber über die Umschaltmomente kommen kann? Nee, das habe ich gerade nicht gemeint. Also ich glaube, dass Sandhausen sind tatsächlich eine Truppe, die sehr gut in ihren Umschaltbewegungen sind. Also sie hatten jetzt in Summe, glaube ich, 46% Ballbesitz, also jetzt nicht mal über die Hälfte, wenn man das jetzt im Durchschnitt betrachtet. Also wir werden jetzt nicht auf eine Truppe treffen, die jetzt einzig und allein das Ziel hat, uns zu bespielen. Das war jetzt wahrscheinlich in den letzten Partien eher so, weil Essen natürlich in der Vergangenheit viel Ball hatte. Sandhausen, also so wie wir sie jetzt in den letzten Spielen beobachtet haben, es kann natürlich auch variieren. Ich weiß jetzt nicht, was man sich für die jetzige Situation am meisten wünscht. Und da bleibe ich auch bei dem, was ich vor Essen gesagt habe. Wir nehmen alles so, wie es kommt, weil uns erstmal nichts anderes übrig bleibt und weil wir jetzt uns nicht irgendwie was wünschen, wie Dinge anders laufen vom Gegner und Co., sondern wir versuchen, unsere eigenen Hausaufgaben zu machen. Und natürlich hat man jetzt von Essen auf Sandhausen jetzt wenig Zeit. Es ist natürlich jetzt viel übers Bild abgelaufen und heute natürlich mit wenig Intensität auf dem Platz, aber das bedarf uns jetzt nicht zu sagen, ja, wir wünschen uns jetzt, dass der Gegner mehr Ball hat oder weniger Ball oder wie auch immer, sondern für uns gilt es, es so anzunehmen, wie es dann letztendlich auch morgen auf uns zutrifft. Was ist denn dann in so einer Phase, wenn zwischen zwei Spielen ja relativ wenig oder einfach wenig Zeit bleibt, Aufarbeitung, Regeneration, Vorbereitung des nächsten Spiels der wichtigste Step? Kann man das irgendwie gewichten? Ja, also für uns war wichtig, dass wir am Sonntag das Spiel gegen Essen abhaken. Das haben wir mit dem Sonntag gemacht. Dann war natürlich Regeneration. Es war jetzt heute auch nicht so, dass die Jungs mit Hinblick auf morgen dann schon wieder ja, alle Körner hatten, sondern es lag natürlich die oberste Priorität darauf, dass sie die morgen wieder haben werden. Und ich glaube, was für uns natürlich sehr wichtig ist, dass wir uns auf das besinnen, was vor uns liegt und nicht uns irgendwie ablenken lassen von irgendwelchen negativen Einflüssen, die uns also betreffen könnten, sondern wir wollen unsere Situation und wir wollen die Situation annehmen, so wie sie ist, und wollen uns und unserem Weg auch treu bleiben. Und wir haben ja immer schon gesagt, es kann natürlich auch Phasen geben, die nicht so super laufen, und dass die jetzt gleich zu Beginn sind, ist natürlich, also ist so wie es ist, die müssen wir annehmen. Und also erstmal die Regeneration, die Jungs wieder fit zu bekommen, aber vor allem auch ja, sehr positiv in das morgige Spiel zu gehen. Das waren jetzt so die Haupt
die Hauptgründe oder die Priorisierung unserer Herangehensweise für morgen. Dann würde ich noch eine Frage vorerst nachschieben. Die 12 Gegentore nach 6 Spielen liegen ja schon so ein bisschen wie ein Schatten drauf. Das kann dich als Trainer nicht zufrieden stimmen, das wird die Mannschaft nicht glücklich stimmen. Ist es trotzdem irgendwie ein Gedankenspiel, ein bisschen auf Safety First zu machen? Oder sagst du, das ist mein Spiel, das ist meine Spielidee und die möchte ich eigentlich schon durchziehen? Naja, wir haben in dem Spiel gegen Essen ja auch Phasen gehabt, wo wir sehr tief gestanden sind, auch mit dem Bewusstsein, dass wir gesagt haben, entweder wir spielen sehr hoch oder sehr tief. Das war ja Essen in Phasen auch, also es war ja abwechselnd. Ich glaube jetzt nicht, dass unser Ansatz ist, 90 Minuten sehr tief zu stehen. Wir wissen aber auch, dass es nicht möglich ist, 90 Minuten sehr hoch zu stehen. Also das hat jetzt nichts mit einem persönlichen Ansatz zu tun, sondern mit einer Spieldynamik, die sich dann ergibt. Und das war jetzt nichts, was irgendwie fern meiner Idee liegt, dass wir sagen, wir wollen nur hoch anlaufen, weil das also vor allem auch in der englischen Woche überhaupt nicht möglich ist. Deswegen glaube ich nicht, dass der Grund für diese Gegentore liegt, weil wir strukturell entweder zu hoch oder zu tief stehen. Wir sind aber momentan in den Entscheidungen, die wir manchmal dann treffen, ist jetzt nicht immer die richtige, die dann auch zu Gegentoren führt, aber es ist jetzt auch nicht so, als dass der Gegner 25 Mal aufs Tor schießt und wir strukturell von unseren Abständen große Probleme haben. Also das ist nicht der Fall. Wenn das der Fall wäre, dann müsste man unsere Höhe und Co. Irgendwie so in Frage stellen, aber das Gefühl plus die Statistik, die lügen ja dann in Kombination nicht. Deswegen ist es, glaube ich, für uns am wichtigsten, nicht alles über den Haufen zu werfen, sondern in den Sachen, die wir beeinflussen, einfach nochmal besser werden, noch detaillierter zu werden. Ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, wir können uns jetzt jede Woche über diese Gegentore unterhalten. Wir können sie nicht wegreden, sondern das Einzige, was uns bleibt, ist eben im Bild wie auch auf dem Platz einfach die Situation nachzustellen, die Entscheidungen besser zu treffen. Und darin, also ich habe volles Vertrauen in die Truppe, in das Trainerteam, dass wir das in den nächsten Tagen, Wochen hinbekommen werden. Flo hat sich kurz verabschiedet, dann geht's doch jetzt direkt weiter mit dem Kicker und Bernd König. Bitteschön. In die Runde in Alessandrina, aber wenn der Flo von Schaden spricht, dann komme ich jetzt mal zum Positiven, zum Licht. Max Besuschkow bei Last Minute Neuzugang hat sich ja erstaunlich schnell gut eingefunden. Fand das überraschend oder gibt es einen Grund, dass der auf Anhieb so funktioniert? Nee, wir haben ja gesagt, dass wenn wir was machen, dann wollen wir jemanden, wo wir uns sicher sind, dass er zu uns passt. Das heißt, wir haben uns auch da reichlich Zeit gelassen, also offensichtlich, um da einen richtigen Mann für uns zu finden. Und ich habe es auch vor dem Spiel letzte Woche schon gesagt, Max ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, wie er auch mit den Jüngeren, mit den Älteren, wie er seine Erfahrung mit einbringt, wie er auch Feedback an uns gibt, ist total positiv. Und deswegen ist es jetzt nichts Überraschendes, dass er gut in die Truppe passt. Noch eine Frage bei deiner Doppelspitze im Sturm. Es wurde ja öfters mal hin und her gewechselt. Suchst du da noch nach der richtigen Mischung? Oder kristallisiert sich da jetzt schon mehr oder weniger um ein Pärchen aus? Naja, also wir haben hin und her gewechselt, auch bedingt durch Verletzungen, durch Angeschlagenheiten, durch einen Gegner. Also ich glaube jetzt nicht, dass es der Grund auf der Suche für irgendwas ist, sondern der Gegner stellt uns ja immer wieder andere Anforderungen und wir wissen aber trotzdem auch, dass die Jungs vorne natürlich auch unglaublich viel Laufarbeit leisten müssen. Deswegen ein Innenverteidiger, der natürlich jetzt nicht so viele intensive Läufe hat wie die Jungs da vorne. Also es muss nicht immer nur an wir suchen, sondern auch an der Herangehensweise des Spiels plus natürlich auch Verletzungen. Also Paco war dann mit seiner Hand ein Spiel raus, dann war es gezwungenermaßen zu wechseln, dann hat er nur 2 Tage trainiert gehabt. Also es sind halt immer so Kleinigkeiten, die dann beeinflussen, wer dann schlussendlich auf dem Platz steht. Danke dir. Danke dir. Dann schauen wir nochmal nach, ob da noch eine Frage dazukommt. Jawohl, vom Donaukurier und Florian Wittmann nochmal. Ich dachte, ich muss die Frage jetzt wieder wiederholen, weil du kurz weg warst. Nee? Nee, technische Probleme hat er anscheinend nicht gehabt diesmal. Okay, passt. Ich würde gerne nochmal was wiederholen mit mir, aber ich habe eigentlich alles mitbekommen. Das Thema Laufbereitschaft hat mich auf eine Frage gebracht. Janik Deichmann ist ja einer, der
durch seinen Kampfgeist und seinen Elan Mitspieler auch mitreißen kann. Der hat ja in den ersten beiden Spielen den Marcel Kostli auf Rechtsverteidigerposition ersetzt. Seitdem tut er sich ja schwer, irgendwie von außen betrachtet seinen Platz in der Mannschaft zu finden. Wo hat das einen bestimmten Grund? Oder weil er ist ja auch auf verschiedenen Positionen, wäre einsetzbar. Ja, bei Yannick darf man, glaube ich, also dieses, er ist auf verschiedenen Positionen einsetzbar, ist natürlich für uns Trainer immer super. Man muss auch ein bisschen den Grad finden bei ihm, um ihn nicht überall hinzustellen. Also da haben wir vor der Saison schon drüber gesprochen mit ihm. Er ist ein unfassbarer Kerl, also ist ein unfassbarer Teamplayer und auch in der jetzigen Situation, wo es für ihn nicht immer super lief, hat er sich auch immer in Dienste der Mannschaft gestellt. Ich kann nur sagen, dass er jetzt, gut, jetzt heute war es schwierig, eine Trainingsbewertung abzulegen für irgendjemanden, weil natürlich es nur ums Zuhören ging. Da muss ich allen kann ich allen ein Sternchen geben, weil alle gut zugehört haben und mitgesprochen haben. Aber ansonsten hat sich Yannick tadellos verhalten und hat auch wirklich gut trainiert. Deswegen ist jetzt nicht so, dass für uns Yannick irgendwie außen vor ist. Ja, danke. Danke dir. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn nochmal was dazugekommen wäre. Alles klar, dann nehmt euch die Fragen gerne für kommenden Freitag auf, da haben wir nämlich schon wieder die nächste Pressekonferenz, dann vor Rostock. Jetzt widmen wir uns aber dem 7. Spieltag und Sandhausen, morgen dann am Dienstag um 19 Uhr. Bis dahin, macht's es gut, ciao und servus.